vom Erben und Schenken, ein Gedicht. Ein langes, pralles Leben, danach sie alle streben, die Betagten an Verwandten, all die Omis, Opis, Tanten, die ihren Zaster horten, an unbekannten Orten, in Kissen, Vasen, Dosen, im Futter alter Hosen, die nicht im Traum dran denken, nur einen Cent zu verschenken. Die müssen ja alle erst sterben, bevor es geht ans Erben. Doch weder Enkel, Neffen noch Nichten wollen endlos lange auf Mammon verzichten. Deshalb sinniert so mancher im Stillen über die heimliche Gabe giftiger Pillen oder denkt insgeheim an üble Substanzen, die man könnte heimlich ins Essen reinpanschen. Man würde die Alten ganz böse leimen, wenn man ihr Heim verseuchte mit Keimen. Zum Glück speist Fantasie den tödlichen Plan, am Ende bleibt man doch vergleichsweise zahm. Da wird geschmeichelt, gemobbt und geheuchelt, auch offen gedroht, aber nicht heimlich gemeuchelt. Nehmen wir als Exempel Tante Kunigunde. Ihr Besitz ist bei Verwandten in aller Munde. In ihre Villa am Schlachtensee lädt sie heut ein zu Kuchen und Tee. Hurtig herbei eilen Nichten und Neffen. Keiner will fehlen beim heutigen Treffen. Als letzter tritt ein der clevere Klaus, überreicht Kunigunde einen bombastischen Strauß. Bei heißen Getränken und cremigen Torten bedrängt man die Alte mit mahnenden Worten. Ihr Haus, ach, oh je, dieser Riesenkasten muss doch ganz furchtbar auf ihr lasten. Deshalb sollte sie wägen und ernsthaft bedenken, die Villa freudigen Herzens herzuschenken. Mit warmen Händen das Vermögen verteilen. Statt ständig zu zögern, sollte sie sich beeilen. Dies fordert die Gemeinschaft versammelter Erben und scheut sich auch nicht, dafür lautstark zu werben. Die zwar alte, aber durchaus rüstige Kunigunde blickt ziemlich verstört in die lauernde Runde und denkt, diese unverschämte, gefühllose Sippe nehme ich meinerseits jetzt auf die Schippe. Als hätte sie's geahnt, dass man sie wollte betrügen, beginnt sie spontan selbst schamlos zu lügen. Sie atmet tief durch, zieht Luft in die Lunge, dann legt sie los mit gelenkiger Zunge. Ihr Lieben, ich wollte euch nicht wahllos belasten mit diesem großen, ziemlich baufälligen Kasten. Also fragte ich an bei unserem Pastor Hirche. Wie wär's, sagte ich, wenn mein Haus kriegt die Kirche? So sprach ich zu ihm, direkt am Altar. Und schon morgen hab ich den Termin beim Notar. Ringsum, man blickt in schockstarre Mienen, als wäre der Sippe ein Ungeist erschienen. Verzerrte Gesichter, die sprechen Bände. Nur einer erhebt sich, klatscht laut in die Hände. Der clevere Klaus umarmt Kunigunde, streut damit viel Salz in eine offene Wunde. Die gehässige Blase gibt ihm was auf die Mütze, denn jeder am Tisch weiß, der Klaus lebt von Stütze. Tief berührt ist nur die Tante, sie kann es nicht fassen. Der Kirche was schenken, das wird sie jetzt lassen. Ihrem liebsten Neffen, dem bescheidenen Klaus, ihm allein wird sie's geben, ihr prächtiges Haus.